Er ist nicht nur einer der bedeutendsten christlichen Theologen des Mittelalters, nein, er ist insgesamt gesehen einer der bedeutendsten christlichen Theologen überhaupt. Die Rede ist vom heiligen Thomas von Aquin, der aufgrund seines Werkes nicht umsonst Doctor Angelicus genannt wird, also engelgleicher Doktor. Und in diesem Video soll es also jetzt um den heiligen Thomas von Aquin gehen. Ich will in zumindest maximaler Kürze sein Leben und sein Werk vorstellen. Und gerade was das Werk betrifft, kann das nur sehr rudimentär erfolgen. Wenn man mal auf sein Werk schaut, dann finden wir nicht nur zahlreiche Schriften, sondern insgesamt rund 8 Millionen Worte. Und das kann man natürlich in so einem kurzen Video dann nicht alles zusammenfassen. Deswegen werde ich auf die wichtigen Werke bzw. die wichtigsten Werke eingehen, kurz benennen, wie sie aussehen und was der Inhalt ist, aber alles Weitere kann an dieser Stelle nicht geleistet werden. Aber das soll ja auch hier nur eine Biografie und eine Werkvorstellung im Groben sein. Insofern bleibe ich also nur bei einzelnen Werken kurz mal stehen. Bevor wir jetzt aber mit dem Leben beginnen und schauen, was zu Lebzeiten passiert ist, was Thomas von Aquin erreicht hat, was er gemacht hat, will ich kurz auf zwei Bücher zu sprechen kommen, also auf die Literaturhinweise verweisen, weil ich ja auch häufiger mal gefragt werde, was denn lesenswert sei oder wo man Informationen herbekommen kann für eigene Nachforschung. Und an dieser Stelle will ich mal zwei Werke exemplarisch nennen. Das erste ist von Richard Heinzmann, Thomas von Aquin, eine Einführung in sein Denken. Und ich finde diese Einführungsschrift auch gut gelungen. Man findet dort auch etwas zum Leben selbst und deswegen fließen auch ein paar Informationen hier in diese Präsentation ein. Aber man findet eben auch Textauszüge und kann sich einen Einblick und Eindruck verschaffen, über was Thomas von Aquin geschrieben hat, wie er geschrieben hat und was seine Aussagen sind. Also das Buch ist als Einstieg sicherlich gut gelungen. Und dann gibt es noch dieses zweite Werk von Jean-Pierre Torel, das ich zwar selbst nicht kenne und deswegen nicht zu antworten vermag oder zu beantworten vermag, wie es denn ist, aber es ist eine Empfehlung eines Dominikaners. Und Thomas von Aquin war ja Dominikaner, also ist das ein Ordensbruder, der diese Empfehlung gemacht hat. Und insofern, er könnte also schon ein bisschen besser wissen, was ein gutes oder welches Werk ein gutes über Thomas von Aquin ist. Deswegen sei es hier einmal aufgeführt. Damit können wir jetzt aber in den Lebenslauf einsteigen, in die Biografie. Und der heilige Thomas von Aquin wird 1225 im Schloss von Roccasecca geboren. Roccasecca, dieses Schloss liegt in der Nähe von Aquino, deswegen heißt Thomas auch Thomas von Aquin. Und Aquino selbst liegt im heutigen Lazio, also im Latium, in der Nähe von Rom. Und das Gebiet gehörte zu der Zeit zum Königreich von Sizilien. Das mal so als Eckdaten. Und kurz noch zu seinen Eltern. Sein Vater ist Landulf oder Landolfo von Aquino. Und dieser Landolfo ist lombardischer Herkunft, und zwar adliger lombardischer Herkunft. Und die Mutter Theodora ist neapolitanischer Herkunft. Und auch sie ist Adlige, sodass Thomas von Aquin aus reichen Verhältnissen entstammt und ein Sohn des Adels ist. Mit 5 Jahren und damit etwa im Jahre 1230 wird er dem Kloster von Monte Cassino als Oblate übergeben. Das war etwas, was für diese Zeit durchaus typisch war, gerade bei Adligen. Vielleicht kennt ihr euch mit Hildegard von Bingen aus, bei ihr war das genau das Gleiche. Sie ist ja auch ein Kind adliger Eltern und auch nicht das erste Kind, sondern ein Kind von vielen Kindern der Eltern. Und da war es dann üblich, dass man ein Kind sozusagen dem Herrn geopfert hat und als Oblate an ein Kloster übergeben hat für die geistliche Erziehung. Und genauso ist das hier auch bei Thomas von Aquin. Er hatte zahlreiche Brüder gehabt und diese Brüder haben alle eine militärische und weltliche Laufbahn eingeschlagen und Thomas als das jüngste Kind wurde dann
als Oblate diesem Kloster übergeben und sollte also eine geistliche Karriere durchmachen. Das hat ja im Grunde auch funktioniert, so ist das ja in dem Fall nicht. Nur, diese Wahl des Klosters Monte Cassino ist nicht ganz zufällig, das Kloster Monte Cassino gewesen. Denn der Bruder des Vaters, also der Bruder von Landolfo und damit der Onkel von Thomas mit dem Namen Sinibald, war Abt im Kloster von Monte Cassino und deswegen war die Wahl schnell gefallen, Thomas in dieses Kloster zu bringen. Dieses Kloster war und ist ein Benediktinerkloster und bekannt ist es vielleicht dem einen oder anderen auch noch, durch die Bombardierung durch die Alliierten im Zweiten Weltkrieg, in dem dieses Kloster in größeren Teilen in Schutt und Asche gelegt worden ist. Also, Thomas von Aquin kommt dort in dieses Kloster Monte Cassino und erfährt dort eine solide geistliche Erziehung. 1239 wird er dann auf Wunsch und Betreiben der Eltern nach Neapel an die Universität geschickt zum Studium Generale, beziehungsweise erst einmal zum Studium der Artes Liberalis. Das war ja immer das Erste, was jeder in dieser Zeit studieren musste. Warum Neapel? Warum weg aus Monte Cassino? Das Problem ist der Konflikt zwischen Papst Gregor IX. Und dem damaligen Kaiser Friedrich II. Und eine andere Option war eben, Thomas nach Paris zu schicken. Nur das Problem war an dieser Uni, die vom Papst stark beeinflusst worden war, hätte Thomas nicht alles gelehrt bekommen können, was eben möglich war. Zum Beispiel Aristoteles wurde in Paris nicht gelehrt und dagegen in Neapel. Neapel war nämlich unabhängiger, beziehungsweise unabhängig vom Papst und dort war also die Lehre in gewisser Weise freier und nicht so stark zensiert. Und deswegen wird Thomas nach Neapel geschickt und dort kommt er, das habe ich eben schon angedeutet, in Kontakt mit den Schriften zum Beispiel von Aristoteles, der ja in dieser Zeit wiederentdeckt worden ist. Und daneben kommt er auch in Kontakt mit Averroes oder wie man ihn auch noch kennt mit seinem arabischen Namen Ibn Rushd. Und auch dieser Averroes, ja ein bedeutender Philosoph und Theologe aus dem arabischen Raum. Und in der Zeit in Neapel kommt er aber auch in Kontakt mit den Dominikanern, mit dem Dominikanerorden, der zu dieser Zeit natürlich noch ein sehr junger Orden ist. Und Thomas entschließt sich dann 1244 dem Dominikanerorden beizutreten. Und das störte natürlich die Familie. Dieses Kloster Monte Cassino, ich habe es ja erwähnt, war ein Benediktinerkloster. Also erwartete man doch von Thomas, dass er dann auch Benediktiner werde. Jetzt ist Thomas aber Dominikaner geworden und deswegen wird er von seinen Brüdern in der Nähe von Rom inhaftiert und dann gefangen genommen, und zwar einmal auf diesem Schloss von Rocca Secca und dann auch noch in dem anderen Schloss von Monte San Giovanni. Und jetzt wird versucht, Thomas abzubringen von seinem, von seinem Entschluss oder von seinem, vom Leben als Dominikaner. Es wird relativ viel versucht, aber alles scheitert letztendlich und somit bleibt der Mutter im Grunde nichts anderes übrig, als Thomas wieder freizulassen. Nur sollte das natürlich nicht so augenscheinlich passieren, die Familienwürde sollte gewahrt werden und so ist es mehr so eine Nacht-und-Nebel-Aktion, dass da Thomas fliehen kann. Die Mutter hat also nachgeholfen und so war die Sache dann erst einmal gegessen. So, von der Befreiung aus also geht Thomas nach Neapel und dann nach Rom weiter und trifft dort auf den Ordensmagister Johannes von Wildeshausen. Das war also in dieser Zeit der Ordensmagister des Dominikanerordens und ein Jahr darauf begibt sich Thomas von Aquin nach Paris, um dort sein Studium fortzusetzen und in Paris lernt dann Thomas Albertus Magnus kennen und Albertus Magnus ist ein ganz bedeutender weiterer christlicher Theologe dieser Zeit, denn er ist es, der die Lehre des Aristoteles mit dem Christentum erstmals in größeren Zügen in Verbindung bringt und Thomas ist jetzt Schüler dieses Albertus Magnus und Thomas ist ja dann auch jemand, der sich dann stark mit der aristotelischen Lehre auseinandersetzt und
im Grunde das fortsetzt, was Albertus Magnus begonnen hat. 3 Jahre danach wird Albertus Magnus nach Köln beordert. Er soll dort ein Studium Generale einrichten und Thomas von Aquin folgt ihm und schlägt da auch schon ein Angebot des Papstes aus, nämlich Abt von Monte Cassino zu werden, was ja in dem Sinne sehr erstaunlich ist, weil ja Thomas Dominikaner ist, aber dieses Kloster ein Benediktinerkloster war. Thomas ist also dann bei Albertus Magnus in Köln und ist in dieser Zeit Baccalaureus Biblicus und das bedeutet, er liest aus der Bibel und lehrt damit schon Studenten und er liest zum Beispiel aus den Prophetenbüchern Jesaja und Jeremia und er liest auch aus den Klageliedern. Danach geht Thomas wieder nach Paris, 1252 nämlich, und dort ist er Baccalaureus Sententiarum. Und das bedeutet, er hält jetzt Vorlesungen über Sentenzen. Und ganz bedeutende Sentenzen sind die des Petrus Lombardus. Dieses Werk, diese Sentenzen von Petrus Lombardus waren damals sozusagen das Hauptlehrwerk der Theologie. Thomas hält also jetzt Vorlesungen unter anderem zu diesen Sentenzen, aber er kommentiert sie auch selbst und daraus entsteht dann ein großes erstes Werk, nämlich das Scriptum Super Libros Sententiarum, das ihm dann sozusagen den Weg zum Master der Theologie ebnet. 1255 veröffentlicht er dann oder verfasst er dann ein weiteres wichtiges Werk, De Ente et Essentia, also über das Sein und die, ja, und das Seiende. Das sind Ausführungen, wie es hier steht, zu Aristoteles. Und zwar insofern, dass da Grundbegriffe erst einmal geklärt werden, also was bedeuten bestimmte aristotelische Begriffe wie Stoff oder Hyle, was ist das alles und wie kann man das übertragen auf die christliche Lehre. Also hier kann man im Grunde diese Tradition von Albertus Magnus erkennen, diese Fortsetzung dessen, was Albertus Magnus ja schon gemacht hat, also den Aristotelismus in die christliche Lehre mit einzuverleiben. Und ja, im Grunde eine Synthese zu suchen. 1256 wird dann Thomas Master der Theologie und erst ein Jahr später wird er dann in die Riege der Professoren aufgenommen. Das hatte ein bisschen gedauert, denn es gab auch Widerstände innerhalb der Professorenschaft in Paris, denn nun war ja Thomas Dominikaner und das war nun eben in dieser Zeit noch nicht so, dass man damit so einfach an diese Professorensitze kommen konnte. Also 1257 aber ist es dann soweit. Und wir haben dann einen Zeitraum von 1256 bis 1259, in dem es einige Werke gibt, die entstehen bzw. begonnen werden. Das sind einmal Questionen. Was das genau ist, will ich am Ende dieses Videos bei der Werkübersicht nochmal klären. Also es entstehen jetzt solche Questionenwerke und dann beginnt die Arbeit an der Summa Contra Gentiles und dieses Werk ist ja eines der großen, großen Werke von Thomas von Aquin. Es wird also in dieser Zeit begonnen, wird aber erst 1264 vollendet und auch hier will ich am Ende bei der Werkübersicht darauf eingehen, wie dieses Werk denn aussieht und was es da zumindest grob geht. Danach geht Thomas von Paris nach Neapel zurück und dort in Neapel wird dann Thomas zum Hauptprediger bestimmt. Das ist am 29. September 1260 der Fall und dann ist er ab September 1261 in Orvieto und zwar ist es dort sein Auftrag und seine Aufgabe, Dominikanerbrüder zu belehren, die eben nicht die Möglichkeit haben, ein Studium Generale zu absolvieren, denn dieses Studium Generale der Dominikaner gab es noch nicht an so vielen Orten. Also wir haben hier Paris gesehen, wir haben eben auch Köln gesehen, das wurde ja von Albertus Magnus eingerichtet, aber es gab eben nicht die Möglichkeit für alle Dominikaner dorthin zu gehen, um dieses Studium Generale zu absolvieren und so war es dann Thomas Auftrag, zumindest einen Teil dieses Studium Generale in Orvieto zu lehren.
Und das bezog sich vor allen Dingen auf die Pastoraltheologie. So, und dann ist es auch eine Zeit, in der Thomas beauftragt worden ist, vom Papst Hymnen zu schreiben, und zwar für das Fronleichnamsfest. Denn, und das muss man an dieser Stelle sagen, das Fronleichnamsfest wird erst 1264 offiziell zu einem Fest für die gesamte Kirche erhoben. Es wird zwar vorher schon gefeiert, war aber noch kein gesamtkirchlicher Feiertag. Und Thomas wurde jetzt beauftragt, Hymnen zu schreiben für dieses Fest. Und es sind einige dabei, die auch heute noch sehr bekannt sind. Tantum Ergo, Pange Lingua und Panis Angelicus. Unten in der Beschreibung habe ich euch mal Verlinkungen gesetzt zu diesen entsprechenden Hymnen, wenn ihr sie euch mal anhören wollt. Und ich hoffe, dass, wenn ihr diese Hymnen anhören wollt, dass die Links noch gültig sind, also dass diese Videos auf den entsprechenden anderen Kanälen noch zur Verfügung stehen. Dann könnt ihr euch mal einen Eindruck verschaffen, wie, ja, also wie Text und Melodie sind. Und dann könnt ihr euch das mal gegebenenfalls anhören. So, an dieser Stelle bietet sich ein Cut an, ein Punkt unter dieses erste Video, denn der Rest zu Thomas von Aquin beträgt auch noch mal circa 14 Minuten, und damit dieses Video nicht zu lang wird, will ich hier also erst einmal einen Punkt setzen. Und ihr könnt hier auf das grau hinterlegte Feld klicken, dann gelangt ihr zum zweiten Teil. Ihr könnt aber auch unten in die Beschreibung schauen und dem dort angegebenen Link zum zweiten Video folgen.